Leute, hier bin ich mal wieder in Sony Vegas. Ich zeige euch jetzt ein kleines Trickster-Tutorial. Ich benutze nicht den normalen Trickster, denn die Grundlage für dieses Video war ja der 300-FPS-Clip, was dieser hier ist. Das ist dieser 300-FPS-Clip. Das war ja die Grundlage für das Video und den verlinke ich jetzt nochmal. So, und da könnt ihr dann halt gucken, das ist die Fortsetzung sozusagen davon, aber in zwei Tutorials. Und wenn ihr das halt, wenn ihr das für Tricks dann macht, dann könnt ihr, dann ist es am besten, besser gesagt, wenn ihr den Trickster Pro benutzt. Denn da habt ihr mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das ist alles schon fertig bei mir. Ihr könnt es euch ja nochmal anhalten, aber ich gehe das nochmal mit euch durch. Ich habe Display ist der Trickster Output. Dann Display Layers habe ich All. Draw Geom ist akzeptiert. Time Remap ist Speed. Speed Prozent habe ich noch 100. Frame 0, Track Quality Best. BG Motion Sense habe ich 70%, denn ich will das Verwischen eigentlich nicht so. Image Prepare habe ich nicht aktiviert. Cache Opflow habe ich. Frame Inter, kein Plan, habe ich Blend. Warping ist Inverse, Smart Blend ist aus, MB Compense ist 0, SLC Mark, Sec ist Cut A, Start Frame ist 0 und Last Frame ist 30.000. So, dann gehen wir jetzt hier auf diesen, auf die Animieren. Und wichtig ist, dass ihr hier unten bei Cursor mit Medien Timeline synchronisieren, das akzeptiert habt. Ich benutze hier jetzt Sony Vegas Pro 10, ist aber im Pro 11 genau dasselbe. Wenn wir jetzt ganz langsam durchsehen, gehen wir halt, der Clip ist halt extrem kurz geworden. Ein bisschen eine Sekunde lang ist der. Aber trotzdem ist noch alles drin, ich habe halt nicht, das hatten wir ja im letzten Video schon geklärt, dass ich das richtig gemacht hatte. So, wir machen das jetzt einfach mal so, dass man das Abdrücken schnell sieht und wenn der Typ halt umfällt, dass man das dann halt langsam sieht. Oder das Abdrücken an sich auch noch langsam sieht, dann machen wir das. Hier kann man halt jeden Frame einzeln zurückgehen. So, dann machen wir hier jetzt ein Keyframe, das ist 100%. Klicken einmal drauf, gehen einen nach vorne und dann mache ich jetzt, weil 300 FPS kann man eigentlich fast alles einstellen. Ich nehme jetzt aber die Geschwindigkeit von 25% und ziehe diesen Clip, der geht ja jetzt nur eine Sekunde, ich ziehe den mal extrem lang, denn das brauchen wir gleich noch. Wenn wir jetzt hier nämlich weitergehen, sehen wir, dass der Clip sich extrem verlängert hat. Hier müssen wir, oh, und zwar dauert das verdammt lange. Ich will ja Gott sei Dank nur den Schuss machen. Guck mal, hier ist das Video schon zu Ende. Sich mal kurz hier raufgehen, ein bisschen rauszoomen und das. Jetzt ist es halt schon 15 Sekunden gerade mal. Machen wir es mal so, das sollte reichen vorübergehend. Ups. Suchen wir den Originalclip wieder. Kurz warten, bis er sich gefunden hat. Oh. So, da sind wir jetzt. Dann gehen wir jetzt halt. Müssen wir wieder unten reinklicken, damit wir Frame für Frame weitergehen können. Das mache ich mit den Pfeiltasten. So, da ist der Schuss. Da ist er dann so. Da müsste er dann gleich irgendwo umfallen. So, und da ist der ganze Clip dann letztendlich vorbei bei 5 Sekunden. So. Und dann sagen wir, hier ist das jetzt zu Ende. Da beginnt sogar schon wieder von 9. Ja, das wollen wir jetzt gerade nicht. Also gehen wir wieder ein Stück zurück. Ungefähr dahin. So, machen wir da ein Keyframe. Ups, hat er gerade gehangen. Ach, hat er den gemacht. Gehen wieder ein Frame weiter. Und machen hier jetzt wieder 100. So könnte man theoretisch die Basis auch noch erweitern. Dann ziehen wir das hier wieder alles zusammen, so bis da ungefähr. Ihr kommt. Ja, okay. Sony Vegas hängt. Ich speichere das Ganze mal kurz auf meinem Desktop. Als Trickster tut. Denn ich packe das gleich nochmal hinten ins Video rein und zeige euch, wie das geworden ist. Okay, ich denke, das hat hier keinen Sinn mehr.
ich renne das jetzt runter. Und wenn ihr Informationen wollt, hier verlinke ich nochmal das Render-Tutorial, wie ihr am besten und verlustfreisten rendert. Ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao.